Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das erste Hauptkontingent der Bundeswehr wird morgen früh planmäßig nach Mogadischu fliegen. Das Bundeskabinett hat heute die Entscheidung bekräftigt, an dem Einsatz der Vereinten Nationen in Somalia teilzunehmen. Regierungssprecher Vogel sagte, Deutschland werde seine Verantwortung gemeinsam mit 31 anderen Ländern innerhalb der größten Friedensaktion der UN wahrnehmen. Für die Verlegung der Soldaten wurden heute letzte Vorbereitungen getroffen. Im komfortablen Reisebus brachen sie auf. Heute Mittag verließ eine Einheit der Saarlandbrigade ihre Kaserne in Lebach. Erstes Ziel Bonn, dann weiter nach Mogadischu. Die Soldaten gehören zum ersten Teil des Hauptkontingents der deutschen UN-Somalia-Truppe, von der noch rund 1400 Mann auf die Reise geschickt werden sollen. Die Stimmung am Vorabend: Es ist nicht ungefährlich, deswegen gehen Soldaten hin und dafür sind wir da, das ist unser Beruf. Und was denken die selbst? Es könnte was passieren, aber so eng sehe ich das bis jetzt noch nicht. Erst abwarten. Das wollte und konnte das Kabinett heute auf seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause nicht mehr. Absage, Rückzug, Aufschub. Im Wirrwarr der politischen Meinungsäußerungen nach den Schießereien von Mogadischu wollte sich die Regierung nachdrücklich zu dem 2 Wochen alten Bundestagsbeschluss bekennen. Die Deutschen kommen. Selbst bei der Opposition reichte der Widerstand nur noch zu letzten Appellen. Vergeblichen, wie der Regierungssprecher der Öffentlichkeit verkünden konnte. Es wird bei der ständigen Überprüfung der Lage durch die Bundesregierung bleiben. Das Kabinett hat aber für heute ganz eindeutig nach der Überprüfung festgestellt, wir können den Auftrag so erfüllen und wir werden ihn so erfüllen, wie wir ihn eingegangen sind. Und nun auch ganz schnell. Schon morgen in aller Herrgottsfrühe um 5 Uhr will der Verteidigungsminister persönlich den ersten Teil des Hauptkontingents auf dem militärischen Teil des Köln-Bonner Flughafens verabschieden. Die Soldaten sollen dann planmäßig um 2 Uhr unserer Zeit auf dem immer wieder beschossenen Flughafen von Mogadischu zwischenlanden, ehe sie im Konvoi nach Beledweyne übermorgen weiterfahren. Der Beauftragte der Vereinten Nationen in Somalia, Howie, hat heute versichert, die UN-Schutztruppe werde das Land bis 1995 befriedet haben und dann wie geplant abrücken. Bis dahin werde dort Ruhe und Ordnung so weit wiederhergestellt sein, dass die Somalier die Wirtschaft aufbauen und für soziale und politische Stabilität sorgen könnten. Bundeskanzler Kohl und der französische Staatspräsident Mitterrand haben heute bei Lindau am Bodensee über den europäischen Einigungsprozess gesprochen. Ein weiteres Thema war die deutsch-französische Verständigung. Dunkle Wolken bei der Ankunft von Kohl und Mitterrand in Lindau. Nach Ansicht der meisten Beobachter ein passendes Bild zur derzeitigen deutsch-französischen Politgroßwetterlage. Doch der Kanzler wollte von Differenzen bei GATT, den Zinsen und der Jugoslawien-Politik heute nichts wissen. Nach dem 2-stündigen Mittagessen, schönstes Wetter und passend dazu 2 gut gelaunte Staatsmänner, die vor allem eines demonstrieren wollten: Harmonie. Das informelle Treffen habe der gedanklichen Vorbereitung des nächsten EG-Gipfels gedient. Gerade in schwierigen Zeiten sei es wichtig, dass es mit Europa vorangehe. Bei GATT wolle man einen fairen Kompromiss. Knirscht es nun im deutsch-französischen Verhältnis, wollten die Journalisten wissen. Die etwas mokierte Kanzlerantwort: Ich finde es ziemlich absurd. Wenn wir uns jeden Tag umarmen, dann heißt das, sie verwischen alles. Und wenn wir uns so verhalten, wie Freunde sich verhalten, miteinander reden, offen, vertrauensvoll, und dann gibt es an dem oder jenem Punkt Unterschiede, das ist doch ganz normal. Und während die Medienvertreter noch rätselten, ob Kohls Aufruf zu einem Zusammenhalt im europäischen Währungssystem die politische Botschaft des Tages war, entschwanden er und Mitterrand bei Sonnenschein über den Bodensee. Vor ihrem Meinungsaustausch besuchten Kohl und Mitterrand den Schriftsteller Ernst Jünger in seinem Haus in Wilflingen bei Sigmaringen. Es war bereits das zweite Mal, dass die beiden Politiker bei dem inzwischen 98-Jährigen zu Gast waren. Kohl und Mitterrand sprachen mit Jünger, der zu den bedeutendsten Autoren des 20. Jahrhunderts zählt, unter anderem auch über zeitgenössische Literatur. Die neuen Bundesländer erhalten in den kommenden 6 Jahren rund 27,5 Milliarden Mark Regionalhilfe von der EG. Darauf einigten sich heute in Brüssel die Außenminister der Gemeinschaft bei der Neuaufteilung der EG-Strukturfonds.
Sie umfassen zusammen mehr als 300 Milliarden Mark. Mit dem Geld sollen die ärmsten Regionen Europas gefördert werden. Die Altmark nördlich von Magdeburg. Eine Region, die gerade 40% dessen erwirtschaftet, was EG-weit Durchschnitt ist. Damit liegt die neue Käserei in Bismarck mitten im Ziel 1-Gebiet europäischer Wirtschaftsförderung. 55 Millionen Mark hat sie gekostet, 15% davon hat Brüssel bezahlt. Ein Anreiz für Investoren, an weniger attraktive Standorte zu ziehen. Seit Beginn des Jahres laufen hier Gouda und Edamer vom Band, hergestellt aus Milch der umliegenden Milchgenossenschaften. 50 Arbeitsplätze konnten so gesichert werden. Ohne den Strukturfonds der Gemeinschaft wäre hier nichts passiert. Auch die Einwohner von Rothenburg in der Oberlausitz erhoffen sich frischen Wind von der EG. Der ehemalige NVA-Flugplatz wird heute zivil genutzt. Er ist die Stütze in puncto Verkehrsanbindung. Erste Betriebe haben sich angesiedelt. Mit finanzieller Hilfe der Gemeinschaft soll die Landebahn saniert werden. Doch für Investoren muss das Umfeld stimmen. So fließen die Abwässer nicht mehr in die Neiße. Eine aus Brüssel geförderte Kläranlage arbeitet bald grenzübergreifend. Wir arbeiten an gemeinsamen Umweltprojekten mit Polen zusammen. Wollen wir diesen Rand so erschließen, dass er hier im deutschen Rand und EG-Rand als auch im polnischen Westrand eine Ansiedlung von Wirtschaft ermöglicht und damit eine wirtschaftliche Entwicklung nach Polen hinein wächst. Denn schließlich kann die Grenzregion wirtschaftlich nur dann gesunden, wenn auf beiden Seiten der Neiße Investitionsanreize für Unternehmer geschaffen werden. Das Bundeskabinett hat heute einen Gesetzentwurf zur Agrarsozialreform verabschiedet. Wichtigster Punkt ist eine eigenständige Alterssicherung für Bäuerinnen von 1995 an. Die Regelung soll auch für die neuen Länder gelten. Nach dem Entwurf werden den Bäuerinnen die Beitragszeiten der Ehemänner stufenweise angerechnet. Das geplante Gesetz, dem Bundestag und Bundesrat zustimmen müssen, schließt Nebenerwerbslandwirte mit hohem anderweitigem Einkommen aus. Den Bund kostet die Reform rund 1,5 Milliarden Mark. Sie sollen durch Umschichtungen im Agrarhaushalt aufgebracht werden. Hauseigentümer, die in der ehemaligen DDR mit Billigung der Behörden auf fremden Grundstücken Häuser gebaut haben, sollen diese Grundstücke zum halben Marktpreis kaufen können. Dies ist der Kernpunkt des ebenfalls vom Kabinett beschlossenen Sachenrechtsbereinigungsgesetzes. Es sieht wahlweise auch die Möglichkeit eines dauerhaften Erbbaurechts mit verbilligten Zinsen vor. Betroffen sind rund 300.000 Eigenheime, 90.000 landwirtschaftlich genutzte Gebäude und 10% der Gebäude in Plattenbau-Großsiedlungen. Gut drei Wochen nach der Polizeiaktion auf dem Bahnhof in Bad Kleinen hat heute der rheinland-pfälzische Innenminister Zuber Einzelheiten über den beteiligten V-Mann bekannt gegeben. Der Mann hatte den Mainzer Verfassungsschutz zunächst jahrelang über die autonome Szene im Rhein-Main-Gebiet informiert, bevor er Kontakt zur RAF-Spitze bekam. Aus Mainz Christian Greff. Für Innenminister Zuber war Rheinland-Pfalz bei der Polizeiaktion in Bad Kleinen nur Zulieferer von Informationen. Verantwortlich für den Einsatz von V-Mann Klaus in Mecklenburg-Vorpommern waren allein die Bundesbehörden. Diese wurden über die Kontakte des V-Mannes zur Kommandoebene der RAF seit dem Frühjahr 1992 frühzeitig informiert. Die Tatsache, dass Rheinland-Pfalz einen Informanten im und in der Folge der Zeit weiteren und engeren RAF-Umfeld hatte, war also dem Bundesamt und anderen Landesverfassungsschutzbehörden immer bekannt, natürlich ohne die Identität unserer Quelle preiszugeben. Das versteht sich von selbst. Erst im April 1993 habe der 10 Jahre lang vom Verfassungsschutz geführte Klaus S. die mutmaßliche RAF-Terroristin Birgit Hogefeld bei einem Treffen in Cochem zweifelsfrei identifiziert. Anfang Mai sei daraufhin Generalbundesanwalt von Stahl informiert worden. Die Kritik an der Arbeit des rheinland-pfälzischen Verfassungsschutzes bezeichnete Zuber als mieses parteipolitisches Spiel. Die Verantwortlichen für das Scheitern des Einsatzes in Bad Kleinen säßen nicht in Mainz. Zuber bestätigte, dass Ministerpräsident Scharping erst am 4. Juli über den Einsatz des V-Mannes informiert wurde. Zurzeit wissen die rheinland-pfälzischen Behörden nicht, wo sich Klaus S. aufhält. Der tödliche Schuss auf den mutmaßlichen RAF-Terroristen Grams stammt nach ersten Untersuchungen von Spezialisten in Zürich nicht aus einer Polizeiwaffe. Auf einer Pressekonferenz in Schwerin sagte der Justizminister von Mecklenburg-Vorpommern Helmrich weiter, dies gelte auch für die festgestellte Standsmarke.
In Form und Ausmaß stimme diese Marke mit der Frontseite der Grams-Waffe überein. Das endgültige Gutachten aus Zürich soll allerdings erst Anfang September vorliegen. Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger hat sich beim sogenannten großen Lauschangriff für einen Kompromiss ausgesprochen. Zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens solle, so die FDP-Politikerin heute im Deutschlandfunk, künftig ein Abhören in Garagen, Hinterzimmern und Arbeitsräumen möglich sein. Voraussetzung sei jedoch eine neue Definition des Wohnungsbegriffs. Der Grundgesetz Artikel 13 muss nach den Worten der Ministerin so ergänzt werden, dass deutlich wird, wo abgehört werden dürfe und wo nicht. Der Schutz der Privatsphäre müsse gewahrt bleiben. Mit einer Gedenkfeier am Ehrenmal Plötzensee in Berlin haben heute Bundesregierung und Berliner Senat die Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 geehrt. Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler vor 49 Jahren sind viele von ihnen hier hingerichtet worden. Berlins Bürgermeisterin Bergmann warnte vor mangelnder Wachsamkeit, damals wie heute. Jeder, der schweige, nur zuschaue und die Gräueltaten gegen Ausländer verdränge, lade Schuld auf sich. Bereits am Vormittag hatte Bundesfamilienministerin Rönsch in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand einen Kranz niedergelegt. In diesem Gebäude in der Stauffenbergstraße war der Anschlag unter der Führung von General Olbricht und Oberst Graf Schenk von Stauffenberg organisiert worden. Nach einem Urteil des Hamburger Landgerichts darf das Nachrichtenmagazin Der Spiegel auch weiterhin über den Verdacht berichten, VW-Vorstandsmitglied Lopez habe bei seinem Wechsel von General Motors zu VW geheime Unterlagen mitgenommen. In der Hamburger Spiegelzentrale dürften heute Mittag einige Sektkorken geknallt haben, verbuchten die Blattmacher doch einen nahezu totalen Sieg. In Zukunft dürfen sie wieder über Machenschaften des VW-Managers Lopez berichten und schreiben, dass Dr. Lopez und einige seiner Mitarbeiter bei ihren früheren Arbeitgebern, das heißt bei General Motors und bei Opel, offensichtlich Unterlagen haben mitgehen lassen. Unterlagen, die nach Opel-Ansicht für VW Millionen wert sein können. Gleich kistenweise sollen Lopez-Mitarbeiter geheime Papiere über Automodelle der Zukunft beiseite geschafft haben. Der Spiegel berichtete in aller Ausführlichkeit. Lopez bestreitet die Vorwürfe, VW sieht eine Image-Schädigung. Das heutige Urteil ist für VW keine Vorentscheidung für die Frage, ob Lopez ein Industriespion ist oder nicht. Es sei lediglich ein Urteil zum Presserecht. Das sind rechtliche Spitzfindigkeiten, was man wie schreibt und wann man soll und dürfte und könnte und Verdachtsberichterstattung halt. Das ist eine Anwendungsfrage. Die geht eigentlich nicht an die Sache, sondern die geht wirklich nur um Punkt und Komma. Seit heute Mittag mehren sich die Stimmen, die ein Ende der Lopez-Ära nicht ausschließen. Wenn der Spionageverdacht nicht vom Tisch kommt, könnte der Aufsichtsrat gezwungen sein, Lopez zu opfern. Der zu 13 Jahren Haft verurteilte Libanese Abbas Hamadi wird am 8. August aus der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken freigelassen und in seine Heimat abgeschoben. Das bestätigte heute die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Hamadi hat zu diesem Zeitpunkt die Hälfte seiner Strafe abgesessen. Ihm war die Mitwirkung an der Entführung der beiden Deutschen Cordes und Schmidt vorgeworfen worden. Mit der Geiselnahme sollte die Freilassung seines Bruders Mohammed Hamadi erzwungen werden, der seit 1987 eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes und Flugzeugentführung verbüßt. Beim Tennisturnier der Damen um den Federations Cup ist das deutsche Team als Titelverteidiger in der ersten Runde gescheitert. Im Spiel gegen Australien in Frankfurt gewann zwar Anke Huber das erste Einzel, anschließend verlor jedoch Steffi Graf, die durch eine Schulterverletzung behindert war, gegen Nicole Provis. Und auch das deutsche Doppel unterlag den Australierinnen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 21. Juli. Der Satellitenfilm zeigt zunächst über Deutschland meist starke Quellbewölkung. Von einem Wolkenwirbel über der Nordsee erstreckt sich ein Wolkenband zum östlichen Mitteleuropa. Es zog im Tagesverlauf ostwärts, während weiterhin von Westen starke Bewölkung nach Deutschland geführt wurde. Ursache ist die kühle Meeresluft, die an der Südseite eines sich mit seinen Kernen nach Norden verlagernden Tiefdrucksystems nach Mitteleuropa geführt wird. Die Vorhersage für morgen. Wechselnd vielfach stark bewölkt mit Schauern, vereinzelt auch Gewitter. Tiefsttemperatur 10 bis 15 Grad.
Tageshöchstwerte 14 bis 19 Grad. Mäßiger, zeitweise frischer Wind aus westlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten: am Donnerstag leichte Wetterberuhigung.